Jo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Skyrim. So wie es ausschaut, haben wir jetzt hier im Wesentlichen die dunkle Bruderschaft erledigt. Wir haben jetzt noch diese drei Aufträge da. Mal gucken, was passiert. Ich soll mich zum Schiffswrack an der Nordküste begeben und Dekus ermorden. Die Wahl der Mittel ist mir überlassen. Danach kann ich mir beim Asir in der Zuflucht meinen Lohn abholen. Das wird ja wohl nicht allzu schwierig sein. Gut, und ich habe diesen Spinner an der Backe. Aber auch nur, weil ich wissen will, warum im Internet gibt überall zu lesen ist. Der hätte Tanz? Coole Sprüche drauf. Und die Sprüche. Der Fluss des Schreckens wird dem armen Cicero sicher ein paar Luftsprünge erlauben. Ja, warte mal, mit Babette könnte ich mal kurz reden, ob die jetzt irgendwas für mich im Angebot hat, etwa ich folge eine euch, bis der Wind Alchemiemeister-Ausbildung oder sowas, ihr, wo ist oder? Sie denn? Weil Babette ist ja die Alchemiemeister-Lehrerin und ich habe mich neulich ja schon mal gewundert, ihr seid nicht tot. Ihr seid warum... Oh Mann. Da tue ich mir was an mit dem Kerl. Das mache ich nur für euch, weil der Spinner, der geht mir tierisch auf den Senkel. Ja, aber ich nehme an, einige von euch würden die coolen Sprüche von dem gerne hören. Deswegen tue ich mir das jetzt wirklich an mit dem Cicero. Bevor ich mir was ganz Besonderes für ihn einfallen lasse. Was ist denn das hier? Menschenfleisch? Wow. Das ist meine Frau. Grausig. Naja, was willst du von der dunklen Bruderschaft noch anders erwarten? Der gefällt mir. Ja, den mit dem Horker, den hat er mir jetzt schon 10-mal erzählt, den Witz. Der ist zwar schon irgendwie witzig, aber halt, da will ich nicht hin. Aber er nutzt sich auch ab. Der Witz. Cicero. Cicero wird euch beschützen, liebe Mutter. Immer. Und wo ist denn jetzt Babette? Warte mal, vielleicht kann ich sie mit Auraflüstern ausfindig machen. Was? Ja, da hinten sind zwei, da hinten sind vier. Das sind wahrscheinlich Rekruten, oder? Hä? Hallo? Nee, was? Nee, hier wird nicht gefoltert. Ja gut, die Folterkammer habe ich ja selber gekauft. Also wenn ich könnte, würde ich die... Kann ich die befreien? Reden. Bitte. Also das finde ich schon ein bisschen arg schräg. Was wollt ihr? Töten wir jemanden? Nein. Ich sage euch alles. Alles. Aber bitte hört auf, mir weh zu tun. Ach Gott, die würde ich am liebsten freilassen. Das ist ja echt krank hier. Sorry Leute, aber... Boah. Da fehlt mir ein bisschen das Verständnis dafür. Gut, lassen wir das. Babette finde ich dann irgendwann mal per Zufall. Auf einen Süßkuchen. Also da fehlt mir dann schon ein bisschen das Verständnis für. Das müsste nicht sein. Gut. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich darauf verzichtet, diese Folterkammer zu kaufen. Ich dachte, ja, da stehen bloß ein paar Geräte drin. Aber das finde ich ja schon ein bisschen sehr, sehr schräg. Cicero steht zu euren Diensten, oh großer und mächtiger Zuhörer. Oh mein Gott. Ja. Quest. Dekus. Wo ist denn der? Nicht einmal weit weg von hier. Ja gut. Dann schnapp ich mir mal Schattenmähne. Und schauen wir mal. Ja, Cicero. Dein Problem, wie du mir jetzt nachkommst. Cicero? Ich werde bei Gelegenheit mal testen, wie sich Cicero bei einem Drachen anstellt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und da könnte es... Oh, das Pferd kann sogar schwimmen? Cool.
Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, da hinten ist ein Schiffswrack, das ich noch nicht untersucht habe. Wer hätte das gedacht? Hehe. Irgendwie... Also das Pferd hat was. So ein ähnliches habe ich ja in Elder Scrolls Online auch. Okay, Trümmer. Hier komme ich mit E wieder runter, genau. So, dann Elas, Torheit. Ich sagte zum Bäcker, ihr seid nicht tot. Ihr seid ein ganz Kind. Sucht euch euer eigenes Wrack. Das hier ist meins. Werde ich mich freuen. Ja. Tut mir leid, Agonia, aber ich wurde ausgesandt und möchte töten. Was? Warum? Was denn? Ich habe euch doch nichts getan. Bitte, Gnade. Zumindest, ja. Vielleicht war das ein bisschen grausam, dass ich ihn vorgewarnt habe. Das hat die Angst nur gesteigert. Sollte ich vielleicht lassen, einfach... Schubs, tot und dann hat es hinter sich. Wäre, glaube ich, weniger grausam. Ich muss Mutter Blumen bringen. Schön. Was ist denn da? Achso, ich möchte mir jetzt erstmal das Wrack anschauen. Schaut ein bisschen aus wie ein Wikinger-Schiff, ne? So, mal schauen, ob mit Cicero nachtaucht. Das wäre auch mal interessant zu erfahren. Und? Ha, ich höre auch noch unter Wasser quatschen, den Spinner. Was ist denn das? Eine Muschel? Ja, wenn ich... Bevor ich gar nichts finde, nehme ich auch die... Hallo, Muschel. Rohes Muschelfleisch. Und du? Auch? Dann untersuchen wir das Wrack mal. Aha, da wächst schon Zeug. Das liegt also schon ein bisschen länger da. Da ist er ja, der Spinner. Er taucht tatsächlich mit runter, das ist ja... Okay. Und mit meinem Diadem, auf das ich ja Unterwasseratmung drauf gezaubert habe, kann ich so lange hier bleiben, wie ich will. Aber irgendwie scheint mir hier nichts wirklich Sinnvolles zu sein. Nicht einmal eine Truhe, das ist schwach. Das ist schwach. War ich hier schon? Ich glaube nicht. Hier wird doch wenigstens eine Truhe zu finden sein. Ist ja unglaublich. Na also, geht doch. Was haben wir da? Ein Amethyst, Gold, Tränke, die ich nicht brauche. Aber ein paar Klunker, immerhin. So, und nun bin ich wieder draußen, ne? Auch recht. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Oder doch? Nö, irgendwie. Bündel von Nordranken, den nehme ich mit. Alchemie-Zutat. Gut, Schattenmeere, komm mal her, du. Wollen wir mal testen, was Cicero zu einem Drachen sagt? Den Spaß gebe ich mir, beziehungsweise uns. Den dürfte ich schon länger nicht mehr besucht haben. Na komm. Was war das?
Ja, was war das? Was war das nur? Jetzt gehört ihr mir! Was? Ja. Stopp. Moment. Drachenfall. Da schauen wir jetzt einfach mal zu, wie der sich mit dem Drachen schlägt. Na komm, friss ihn schon. Einmal hab's und weg ist er. In welchem Zustand ist er denn? Cicero ist ja... Also gegen einen Drachen reißt er offenbar nicht viel. Ich glaube zwar nicht, dass der Drache ihn töten kann, aber... ja. Moment. Stopp. Boah. Das war knapp. Das kommt vom Rumalbern. Einmal, zweimal. Auriels Bogen und... Noch ein Zaubertrank der höchsten Heilung hinterher. Jetzt habe ich ihn verloren. Vergessen, auf ihn Drachenfall zu zaubern. Na, und wie geht's uns, Cicero? Hä? Tja, das hättest du nicht gedacht, hä? Dass du mit mir solche Viecher erlegen musst. Ja, wo seid ihr nur hin? Wohin nur? So, Aurels Bogen, oder? Wo ist er denn jetzt hin, der Spinner? Hupp. Und, hupp. Und, hupp. Genau. Beiß dich mal in Cicero fest. Mich wundert es, dass die Schattenmeere nicht mitkämpft. Soweit ich weiß, ist es ein kämpfender Begleiter. Ups, das war... Tja, Cicero, sowas Blödes, hä? Jo. Alter Falter. Jetzt aber, ha? Komm her. Hält doch was aus. Naja, ich spiele ja auch wieder auf legendär, ne? Schon seit einiger Zeit wieder. Hintergehen. Was? Der Drache hat dich hintergangen? Wie soll er denn das geschafft haben? Ja, egal. Drachenpfeile zurück, Drachenknochen. Nehmen wir auch mit, alles brauchbares Zeug. Und ich kann es mir auch leisten, das Zeug mit mir rumzuschleppen. So, jetzt gucken wir uns da oben mal um. Und Kommentar dazu. Da bist du sprachlos. Ja, zum ersten Mal ist Cicero sprachlos. Was? Nö, ich bin nicht deine Mutter. Das wäre noch schöner. So, hier irgendwo muss noch die Truhe vom Drachenhort sein. Ich vermute die mal da oben. Das war falsch. Wenn ich die nicht finde, ist auch wurscht. Ich habe eigentlich keinen Bedarf mehr an Gold. Tja, jetzt wäre es noch interessant, was er wohl zu einem Riesen sagt. Ach komm, vergiss die blöde Truhe. Was soll da schon drin sein? Was soll da schon drin sein, was ich bräuchte? Nix. Ich habe fast 1 Million Gold. 841.000. Wo ist er denn jetzt? Traust du dich nicht drauf oder was, hä? Warum hast du mal einen richtigen Gegner? Gut. Ich muss Mutter bald einölen. An alle schlecht zu erreichenden Stellen kommen. Das will ich jetzt gar nicht so genau wissen. Gruselige Vorstellung. So, nächstes Ziel. Arnoriad. Ich soll den Bogenschützen Arnoriad ermorden, der sich normalerweise entweder an seinem Stand in Weißlauf oder bei der Jagd auf der Ebene vor der Stadt befindet. Die Wahl der Mittel ist mir überlassen, danach kann ich bei Nasir
Blablub. Ja, okay, gut, dann. Schauen wir mal, wo der sich gerade aufhält. Bei meinem Glück natürlich in der Stadt, wo er schwieriger unbemerkt zu beseitigen ist. Ich frage mich gerade, ob das jetzt Endlos-Quests sind, die man immer wiederholen muss. Und ob die wieder respawnen, die ich jetzt da alle erledige, damit, weil ja, sonst gibt es ja irgendwann mal keine Quests mehr. Wenn, angenommen, ich tue jetzt alle Bewohner hier im Himmelsrand im Auftrag der dunklen Bruderschaft meucheln, habe ich bald keine Bewohner mehr hier. Tja, ich werde es nicht testen. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Jo, aber sowas von. Wäre noch interessant, ob Cicero irgendwie auf Riesen reagiert und wie. So, wo ist er denn? Da hinten. Cicero möchte Stahl aus der Himmelsschmiede. Scharf und gut zum Erstechen. Okay, er hat offenbar zur Kenntnis genommen, dass wir in Weißlauf in der Nähe der Himmelsschmiede sind. Was machst denn du da? Musst du jetzt da unbedingt mir nachfolgen und außerdem und sowieso? Ja, das wird ein bisschen komplizierter als der erste Auftrag, hm? Hm. Warten. Eine Stunde mal gucken, ob der dann aufsteht und rausgeht. Vielleicht geht Cicero nach Jorvasque und tanzt für die Gefährten. Sie wird. Oder vielleicht. Bemerkt er mich oder kommt er jetzt nach oder. Theoretisch dürfte er mich nicht reingehen gesehen haben. Verdammte Axt. Du nervst. Hm. Schlafmittel gibt's nicht, oder doch? Mal gucken, ob ich sowas habe. Schlaf, schlaf, schlaf. Ich glaube nicht, dass es so einen Trank gibt. Lähmen, aber das nimmt er mir übel. Da wird er dann aggro, das kann ich nicht machen. Hm. Was habe ich denn für Illusionszauber? Chaos erzünden, Furcht, Harmonie, Heldenmut, Hellsehen, Hysterie. Aber kein Schlaf. Ist das vielleicht bei Veränderung? Lähmen ist bei Veränderung. Aber das nimmt mir auch übel. Obwohl, ich könnte es mal testen. Komm mal her, du. Wir haben ja gespeichert, ne? So. Und dann sagt er ihm, das ist kein Hawker, das ist meine Frau. Der gefällt mir. Wo ist er denn? Jetzt ist er da. Mal gucken, ob er mir das übel nimmt. Da war das Essen im Weg. Nein! Cicero, lass nicht. Boah. Das war so nicht ausgemacht. Meine Güte. Da hilft nichts, ich muss warten, bis der rausgeht zum Jagen. Mal gucken, um wie viel Uhr das macht. So, 2 Stunden warten, weil um 7 Uhr ist er ja nicht aufgestanden.
Jetzt steht er endlich auf. Okay. Ihr macht mich nervös. Braucht ihr irgendetwas? Vielleicht geht Cicero nach Jorbaske und tanzt. Was passiert, wenn ich schweige? Ihr seid ein seltsamer Vogel. Ihr erinnert mich ein wenig daran, wie ich mich an Wild anpirsche. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Gut, tolle Antwort. Gefällt mir. So, und jetzt folge ich ihm mal in die Wildnis. Boah, nur noch 8 Minuten Folge. Dann ist hier schon wieder voll. Ich habe eigentlich gehofft, ich krieg alle 3 Aufträge durch. Na, mal schauen, wie lange das jetzt dauert. Ob ich noch ein bisschen was dranhänge oder so. Werden wir sehen. Hängt vom dritten Opfer ab. Wo ist er denn jetzt? We drink to our youth for the mein days liebster coming. Saufen. Ah, da vorne ist er. Wenn ich ihn von da oben aus erledige. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich werde mich jetzt mal unsichtbar machen. Hopp. Dann wieder auf Aurels Bogen wechseln. Gut, zielen. Und hopp. Kopfgeld hinzugefügt. Verdammte Axt. Das heißt, in Weißlauf kann ich mich jetzt nicht mehr blicken lassen. Ah, dann muss ich weiter weg. So, versuchen wir es mal von hier aus. Von hier aus sehe ich ihn nicht mehr. Ich habe ein Rezept für Wildschwortopf, das ich ausprobieren möchte. Werdet ihr in nächster Zeit. Okay, Unsichtbarkeit ist keine Lösung. Das kann ich mir sparen, die Mühe. Ja, ich werde gerade gesehen. Ganz toll. Ganz toll. So, jetzt. Wupp. Na. Der blöde Hügel da. Diesmal habe ich es wohl geschafft. Doch, Kopfgeld. Verdammte Axt. Das wird schwierig. Tja. Chaos ist auch keine Lösung. Dann metzeln die sich hier alle gegenseitig ab. Das ist nicht in meinem Sinne. Tja, wo ist eine bessere Schussposition? Meine Güte, das ist schwierig. Wahrscheinlich muss ich echt warten. Warte mal, vielleicht 2 Stunden warten. Vielleicht verlässt er dann die Stadt. Hilft nix. Sehr aussagekräftig, das muss man dir lassen. So, nochmal 2 Stunden warten. Wupp, und? Nee, also da bringe ich das dritte Ziel in dieser Folge nicht mehr unter. Das ist klar. Weil das machen wir dann sauber in der nächsten Folge. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das... Damit ich das Händlerhandwerk lerne, ist schon klar. So, immer noch nicht auf der Pirsch. Jetzt bewegt er sich. Mal gucken, was er tut. Zierschmuck, gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsrand. Anwesenheit macht mich ganz unruhig. Bitte geht. Jo, mach ich auch. Ich gehe und zwar dir nach. Ich denke, ich tue mir hier speichern. Ich weiß nämlich nicht, ob der jetzt ins Wirtshaus zurückgeht
oder zum Tor raus. Für eure bessere Hälfte. Gefertigt vom großen Eol und Traumähne. Oh, oh, vielleicht geht sie sowohl nach Jorvaske und tanzt für die Gefährten. Sie werden... Warte mal. Oder vielleicht Cicero. Ihr müsst etwas für mich tun. Dazu auch schleichen und erstechen? Ach bitte, sagt ihr! Der ist doch nicht ganz dicht, oder? Der, Sonst nichts? Ich bin vielleicht kann ich ja Zutat oder das Kopfgeld anhängen. Das probiere ich jetzt mal aus. Warte mal, F9, ich habe ja gerade gespeichert. So, dann komm mal her, Cicero. Ihr müsst etwas für mich tun. Gehört dazu auch schleichen und erstechen. Ach, bitte, sagt ihr! Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannsfenster erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache... Ich weiß nicht, ich bin unschuldig. Ich kann nichts dafür. Hilfe! Das war schon alles. Genug! Ich bin gespannt, ob ich das Kopfgeld krieg oder. Ein Kampf, das ist euer Ende. Bum, bum. Das wäre das. Abgeschlossen, Töte. Wie schaut's aus mit Kopfgeld? Werde ich sehen, wenn ich denn mit einer Wache spreche. Dann ist der Kerl ja doch zu was zu gebrauchen. Zumindest diesbezüglich. Schauen wir mal, ob ich mit den Leuten reden kann. Und tanzt für die Gefährten. Manche Leute sagen, die dunkle Bruderschaft sei wieder da. Und sie sei mächtiger als je zuvor. Und sie sollen Dämmerstein zu ihrer Basis gemacht haben. Sagt mir, stimmt das etwa? Ja, stimmt, genau. Klasse. Und ich verrate dir auch das Passwort für die Tür. Und außerdem und sowieso. Wo steht zu euren Diensten? Oh, großer und mächtiger Zuhörer. Jo, das scheint funktioniert zu haben. Ich kann also Cicero dazu verwenden. Jetzt teste ich nochmal die Reaktion der Wachen an dem Tor da. Cicero hat Hunger. Jo, passt. Wunderbar. Eine Möhre. Ein Süßkuchen oder eine Möhre? Ja. Gut, du meinst. Wo wäre denn das nächste Ziel? Jetzt guck ich mir das mal an. Vielleicht hänge ich noch ein paar Minuten dran. Ich soll den Khajiit Marandru Yo aufspüren und ermorden. Er ist ein Händler, der mit einer der Karawanen umherzieht. Die Wahl der Mittel ist mir überlassen. Danach kann ich mir bei Nasir in der Zuflucht meinen Lohn abholen. Ich glaube, das machen wir noch. Das ist irgendwie eher... Karte. Oh, der ist nicht einmal weit weg. Das ist ja praktisch. Da brauche ich eigentlich nur da raus. Wo steht zu euren Diensten? Oh, großer und mächtiger Zuhörer. Ja, und sollte die Karawane bewacht sein, mache ich so wie eben und setze Cicero drauf an. Dann hat der Spinner das Kopfgeld an der Backe. Sein Problem. Ja, ich weiß. Gut. So ein Zufall, dass die Karawane gerade hier vorbeikommt, das nenne ich Glück. Beziehungsweise Pech für das Opfer. Mal schauen, ob der was zu sagen hat, wenn ich ihn anschweige. Frage F5. Mir, ob wir Himmelsrand nicht besser verlassen und unser Glück woanders versuchen sollten, bevor wir zwischen Kriegswirren und Drachen zerrieben werden. Ja, wäre eine gute Idee, glaube ich. Und wie du? Wie kann Marandru Yo euch behilflich sein? Schweigen. Indem wir nicht zu lange an einem Ort. Vielleicht. Na, ihr seid ja ein aber seltsamer Vogel. Nun, wenn ihr zum Einkaufen hier seid, nur zu. Wenn nicht, sucht eine andere Karawane, die ihr belästigen könnt. Und warum glaubt ihr das? Ja gut, dann lassen wir das Cicero machen. Das hat sich bewährt. Natürlich. Wo ist er denn jetzt, der Spinner? Komm mal her, du. Nee, das ist nicht Cicero. Hallo, Cicero.
da ist mein Pferd. Cicero, hierher. Ah, da steht er ja. Nee, steht er nicht. Wo ist er denn jetzt? Hä? Wenn sie den Spinner mal. Da ist er ja. Komm her. Und sie können alle euch. Cicero steht zu euren Diensten. Ja, du musst mal wieder was für mich tun. Dazu auch schleichen und ja. Erstechen? Komm her. Och, bitte, so. Sagt ihr. Wupp. Was war das? Ich halte mich raus, ich bin's nicht. Hier drüben! Hä? Was? Achso. Oh. So. Ich glaube, Cicero hat gerade viel Spaß. War vielleicht doch nicht die beste Methode. Ich hätte es wohl. Nee, das ist. Okay. Das sind mir zu viele Tote. Nur ein Ziel. Gut, dann muss ich das selber machen. Und zwar wahrscheinlich. Aus der Deckung heraus. So. Vielleicht. Aber was ist mit dem Krieg? Nein, warte mal. Das ist kein Grund zu gehen, sondern ein Grund zu bleiben. Ich muss Mutter bald einbringen. Warum glaubt ihr das? Alle schlecht. So, mal gucken, ob ich den Gift in die Tasche schmuggeln muss und ob mir das Ärger einbringt. So, erstmal Anfälligkeit für Gift, 20 Flaschen. Hopp. Weil das nicht gut fürs Geschäft ist. Und jetzt warten wir. Ich glaube, das war die richtige Methode. Stopp! Alles zu einem guten Preis. Jo, ich glaube, das war eine gute Idee. Keine Ahnung, der ist einfach so umgefallen. Wahrscheinlich hat er sich überarbeitet mit dem Fell da. So, Ring des Niederen Ritters. So. Und? Je länger wird euch Himmels. Für manchen ist es Ramsch, für manche sind es Schätze, genau. Und das, was ich dem jetzt gerade abgeknöpft habe, das verkaufe ich dir gleich wieder. Na? Hallo? Ring. So. Goldene Halskette. Was war das noch? Ihr Ring, das Nacht. Nee, der nicht. Das Nieder. Steigert ihr. Ja, genau. Das da. Und das ist auch was Besonderes. Das auch. Gut. War da nicht noch irgend sowas dabei? Irgendein Metall. Ach, egal. So, gut. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Gut, dann holen wir uns die Belohnung noch ab und schließen die Aufnahme. Jo. Dann hüpfen wir mal auf das Pferdchen. Und tun so, als ob uns kein Wässerchen drüben könnt. Jo, eben ist mir Skyrim abgestürzt. Zum Glück ist nicht mehr als 20 Sekunden verloren gegangen. Ich war also schon am Eingang zur Zuflucht. Und ja, da ist mir das Spiel abgeschmiert. Aber wie gesagt, zum Glück sind, was weiß ich, 20 Sekunden sind vielleicht verloren. Nicht mehr. Ich musste nicht einmal den Kachit noch einmal erledigen, weil das Spiel vor dem Teleporten, nachdem er Stern einen Spielstand gemacht hat, hätte also schlimmer sein können. So, bis hierhin war ich schon und dann. Jo. Warte. Bin ich hier richtig? Hä? Ja, wird schon passen. Es gibt wahrscheinlich einen Hinterausgang. Wir gehen aber dadurch. Ja, natürlich gibt es einen Hinterausgang, und zwar durch diese eine Höhle, die sollten wir vielleicht mal bei Gelegenheit zumindest erkunden. Aber nehmen wir jetzt, die Folge ist voll und ich habe schon überzogen. Töten wir jemanden?
Ja, hier sind jede Menge zwielichtige Gestalten. Bedient dich. Gut, ich habe also jetzt 3 Quests abzugeben. Die, die und die. Schauen wir mal, ob es dann noch einen Kommentar zu gibt. Dekus ist totig. Ich persönlich empfinde Argonia als äußerst unberechenbare Gegner, besonders in Wassernähe. Ihr habt ebenfalls gute Arbeit geleistet. Hier ist euer Geld. Anoriad ist auch totig. Aha. Also hat der Jäger die Angst des Gejagten zu spüren bekommen, ne? Mhm, ziemlich. Eure Bezahlung, mein Freund. Gut gemacht. Also der hat wirklich die Angst des Gejagten zu spüren gekriegt, weil da haben wir ja Cicero auf ihn angesetzt. Marandro Jo ist totig. Ah, gut gemacht. Wirklich gut. Dieses Wagenvolk lässt sich oft verdammt schwer aufspüren. Man muss schon Geduld mitbringen, wenn man einen von ihnen jagt. Sonst wäre es aber auch langweilig, nicht? Ja, also... Hier habt ihr eure Bezahlung. Sie ist wohl verdient. Die Karawane war aber auch wirklich schwer zu finden. Gibt's noch weitere Aufträge? Im Augenblick nur einer. So? Ihr müsst eine alte Frau namens Agnes ausschalten, eine Dienerin in der Festung Graumoor. Warum? Ja, erzähl... Erzählt mir was über Agnes. Sie ist ein Dienstmädchen, alt und schwach. Bei diesem Auftrag geht es aber viel mehr um das Wo als das Wen. Eure politischen Ansichten sind eure Sache. Welcher Seite in diesem Krieg eure Loyalität gilt, könnte sich jedoch auf euren Zugang zur Festung Graumoor auswirken. Na gut, das machen wir dann also in der nächsten Folge. Ihr habt Leute zu töten, mein Freund. Macht euch ans Werk. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.